Es heißt, im Krieg sei die Wahrheit immer das erste Opfer. Aber wer definiert, was wahr ist? Wahrheit ist eine Frage der Perspektive. Doch viele Russen geben immer noch Amerika die Schuld für das Flughafenmassaker. Es ist die Pflicht jedes Soldaten, die Unschuldigen zu beschützen, auch wenn das bedeutet, die Lüge von Gut und Böse aufrechtzuerhalten. Dass Krieg nicht einfach nur natürliche Selektion in großem Maßstab ist. Doch wie es aussieht, könnte endlich wieder Frieden auf der Welt herrschen. Die einzige Wahrheit ist, dass wir in einem riesigen Pulverfass leben. Es braucht nur jemanden, der das Streichholz entzündet. Moskau, hier Kommandopunkt, unterwegs nach Hamburg, Himmel ist frei. Alle Teams Bericht. Team 1, das Präsidentenbüro ist gesichert. Team 2, unteres Deck ist sicher. Team 3, die Bugkabine ist gesichert. Wir landen in 2 Stunden in Hamburg. Alright. Team 1, beim Präsidenten bis zur Landung bleiben. Vasili wartet auf dich, Vater. Er erwartet eine Antwort von mir. Team 1 unterwegs. Okay, wir folgen. Ich mag ihn nicht. Niemand mag ihn. Darum ist er so gut in seinem Job. Was wirst du ihm sagen? Die Wahrheit. Die will er nicht hören. Er hat keine Wahl. Ich bin der Präsident. Wir sehen uns beim nächsten. Herr Präsident. Vasili. Hallo, Herr Präsident. Herr Präsident. Meine Herren, es gibt nur 2 Möglichkeiten. Frieden oder Krieg, Leben oder Tod. Und zum Wohle unserer Kinder brauchen wir Frieden mit dem Herr Präsident, jetzt ist nicht der Zeitpunkt für Zugeständnisse. Wir vernichten unsere Feinde, wenn wir sie zu Freunden machen. Auch mit unseren Differenzen können... Das sind Schüsse! Das Flugzeug wird entführt! Sie sind im Cockpit! Herr Präsident, Team 3, Lagebericht! Wir brauchen Hilfe! Verdammt, Team 3! Feuer erwidert! Feuer erwidert! Alle runter! Beschützt den Präsidenten! Code Rot! Ich wiederhole! Wir bringen den Präsidenten zum Schutzraum! Alright! Alter. Au. Sie haben die Tochter im Flugzeug als Geisel. Thank you.
Alright. Ach du Scheiße. Wir sind also abgestürzt. Wups. Oh, Granari. Schwarz. Makarov.
wissen Sie, wer ich bin? Ja. Dann wissen Sie auch, was ich will. Sie sind wahnsinnig. Russland wird ganz Europa erobern. Selbst wenn nur noch ein Haufen Asche übrig ist. Ich will die Startcodes, Herr Präsident. Die bekommen Sie nie. Jeder hat eine Schwäche. Findet das Mädchen. Getroffen. Wo er sich befindet, ist derzeit nicht bekannt. Genauso wenig wie... Sieht aus, als hätte Makarov seine nächste Karte gespielt. Wenn er wieder da ist, dann sollen es auch alle wissen. Wo fangen wir mit der Jagd an? Afrika. Makarov lässt über eine paramilitärische Gruppe Lieferungen nach Sierra Leone bringen. Von dort gehen sie nach Marokko und weiter nach Spanien. Er geht nach Norden. Genau vor die Tür Ihrer Majestät. Woraus besteht die Fracht? Ich weiß es nicht, aber für ihn ist sie wichtig. Dann will ich sie. Wir können über den Fluss näher rankommen. In dem Lager ist eine Fabrik, wo sie die Lieferungen verstauen. Aber die Miliz im Hochland schlachtet seit Monaten alle ab. Wir sind bestimmt überall. Makarov würde nichts ungesichert verschicken, wenn es nicht irgendeinem Zweck dienen würde. Und die Chancen stehen gut, dass der Bastard alles selbst überwachen wird. Wenn er wieder auftaucht, dann tun wir es auch. Nikolai, wir sind knapp außerhalb des Dorfes. Verstanden, ich hole euch in einer Stunde ab. Die Fabrik ist nicht weit weg. Makarovs Ladung sollte dort sein. Und leise vorgehen, los! Bleiben wir besser unauffällig. Die Miliz ist überall in diesem Gebiet. So, versuch diesmal nicht zu sterben. Na, kümmere dich um dich selbst, alter Mann. Okay, wir sind also wieder als Yuri unterwegs, oder Yuri. Okay, nice. Vorwärts. Zwei Feinde, 11 Uhr. Ausschalten. Eine Hygiene. Wir werden den armen Penner abfackeln. Machen wir sie einfach vorher schon fertig. Sag wann, Yuri. Vorwärts. War ja jetzt nur der eine hier. Und ich hoffe mal, der hat auch überlebt. Feuer einstellen, das sind so viele. Tut nichts Dummes, Leute. Okay, bereit machen. Oh Mann. Okay, wenn ihr das sagt. Sekunde.
Oh. Sicher. Noch zwei auf der Brücke. Wir müssen sie erledigen. Warten, bis der Truck vorbei ist. Jetzt. Vorwärts. Nice. Super! Hallo? Geht doch. Achso, ich muss hier unten lang. Okay. Dann machen wir das doch mal, wenn er das Spiel so möchte. Und Kontakt rechts, Freunde. Huhn hat mit Kaliber 50 Watt abgekriegt.
Verdammt! Die ganze Miliz hat es auf uns abgesehen. Immer weiterlaufen, sonst gehen wir drauf. Feuer! Oi, 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 oi. Bloß nicht anhalten! Oh, nice. Okay. Juri, geh an den Mörser auf den Dach. Wunderbar, kriegen wir hin. Schieß Granaten darunter. Schieß mit dem Mörser und mach sie alle. Sieht aus wie zwei Fahrzeuge und ein paar Truppen. Mach sie fertig. Alle Ziele im Dorf sind feindlich. Was sich bewegt, kriegt den Mörser zu spüren. Feuer weiter mit dem Mörser. Nein! Wir müssen zur Kirche, uns läuft die Zeit davon. Hier durch! Nikolai, nähern uns der Kirche. Ist die Fahrt doch wirklich dort? Sie hätten sie nur dorthin bringen können. Wenn sie nicht dort ist, ist sie schon unterwegs nach Europa. Huiuiuiui. Nice, zwei auf einmal. Was? So, ich bin auch gerade, wie man das vielleicht merkt, ein wenig konzentriert. Ich glaube, ich bin aber der Einzige dann fast, der bei einem Call of Duty konzentriert ist. Alright, wir sind in dem abgebrannten Haus. Da ist die Kirche! Da ist der Vogel! Sie bewegt die Fracht! Wir haben keine Zeit! Schnell zur Kirche, los! Okay. Okay, wir wollen. Au.
Scheiße. Nikolai, die Lieferung ist weg. Wir waren nicht schnell genug. Was ist mit Makarov? Er muss abgehauen sein. Holt uns einfach hier raus. Sehr. Was hat Makarov wohl vorgehabt? Wir fragen den Bastard, wenn wir ihn finden.